In dieser Serie werde ich euch alle Helden und Schurken vorstellen, die das Marvel-Universum zu bieten hat. Ich werde euch ihre Geschichten erzählen, ihre Fähigkeiten und Kräfte vorstellen und euch tief in das Marvel-Universum eintauchen lassen. Von Iron Man und Captain America bis hin zu Thanos und Galactus, ich werde keine Figur auslassen. Also macht euch bereit für eine Reise durch das Marvel-Universum. Heute mit Liz Allen. Liz Allen, auch bekannt als Elizabeth Allen, ist eine Figur aus dem Marvel-Universum und war das erste romantische Interesse von Peter Parker. In den Comics wurde sie zum ersten Mal in Amazing Fantasy Ausgabe 15 vorgestellt, demselben Comic, in dem auch Spider-Man debütierte. Liz war zu dieser Zeit eine Klassenkameradin von Peter an der Midtown High School. Sie war auch die Freundin von Flash, aber später erkannte sie, dass Peter der Mann ihrer Träume war. Im Laufe der Jahre entwickelte sich Liz zu einer komplexen Figur, die mit verschiedenen Charakteren in verschiedenen Rollen interagierte. In den Comics hatte sie eine Beziehung mit Harry Osborn, dem besten Freund von Peter Parker. In den Filmen wurde Liz Allen von Laura Harrier in Spider-Man Homecoming dargestellt. Im Film ist sie die Tochter des Bösewichts Adrian Toms, der auch als Vulture bekannt ist und von Michael Keaton gespielt wird. Liz wird als Schülerin an der Midtown School of Science and Technology eingeführt und ist Peters romantische Interesse. Der Film zeichnet ein ziemlich realistisches Bild von Highschool-Beziehungen und zeigt, wie Peters und Liz Beziehung durch seine Geheimidentität als Spider-Man beeinträchtigt wird. Trotz ihrer kurzen Rolle in den Filmen und ihrer vielfältigen Auftritte in den Comics bleibt Liz Allen ein wichtiger Teil des Spider-Man-Mythos. Ihre Beziehungen zu verschiedenen Charakteren und ihre eigene persönliche Entwicklung machen sie zu einer interessanten Figur, die viele Fans im Laufe der Jahre liebgewonnen haben. Wenn ihr möchtet, dass wir uns weitere Marvel-Figuren anschauen, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. In der nächsten Episode: Wer sind die Alpha Flight?